Mit den Siedlern kam auch der Streit. Ständig wurde um Besitz und Macht gerungen. Und um den rechten Glauben. In Konstanz wurde deshalb vor 600 Jahren ein Konzil gehalten, das die Zukunft des Glaubens regeln sollte. Das Konzil tagte 4 lange Jahre und wurde bekannt für seine Härte gegen die Ketzer und auch für seine Ausschweifungen. Hunderte Kurtisanen sollen den Herrschern zu Diensten gewesen sein. Kühl und klar bin ich im Sommer. Die Menschen lieben mich, weil ich sie baden lasse, wenn es ihnen auf dem Land zu warm wird. Aber ich kann auch anders. Bald verwandle ich mich in einen Strom. Dann werde ich große Schiffe tragen. Ein letztes Mal noch kann ich zeigen, welche Kraft in mir steckt. Die Menschen bewundern mich für meine Stärke, aber manche sind auch leichtsinnig. Heilige Wasserrinnen von Himmelsbergen. So wurde ich vor langer Zeit zwischen Eis und Fels als Fluss geboren. Der Rhein, ein uralter Zeitzeuge, Mittelpunkt zahlloser Mythen und Legenden. Quelle des Lebens. Quelle der Fantasie. Alles fließt, so wie ich, auch die Zeit. Nichts hat sich geändert. Ich habe viele Völker gesehen. Kelten, Römer, Franken, Alemannen, viele andere. Sie kamen und gingen. Ich bin geblieben. Keiner konnte mich besitzen. Nichts bleibt, wie es war. Der Mensch beginnt, die Schätze des Stroms zu nutzen, seinen Lauf zu leiten und seine Ufer zu formen. Ich habe gesehen, wie Dynastien von Herrschern ihre Festungen an meinen Ufern errichteten, sie gegenseitig zerstörten und wieder neu.